In the Middle Ages, the mythical creature lived on through a variety of superstitions and was counted among the Black Mountain spirits, dwarves, and night elves. In Low German legends, the mostly female Mar takes on the functions of the Nachtmar, but differs greatly in its appearance. A similar figure is the Shradali or Shradal from many legends of the Black Forest. This is often a female figure or witch who leaves her body and enters the bedrooms of her victims through the keyhole as a straw. Once there, she torments and presses her victims until they are completely exhausted. It is said that the Shradali also presses the cattle in the stable to relieve itself when it cannot press a human. Later, the Nachtal was also equated with the devil. The phrase "the devil has ridden you" became a synonym for "the night elf has ridden you." Unhörbar streicht ein Lulenflug am Himmel finsterer Wolkenzug. Und aus dem Boden wehermang wie Todesröhrchen Sterbebang. Was ist die schauerliche Stund, die schwarze Hexe braut im Rund? Und plötzlich aus dem Ubelslor taucht schemenhaft ein Sarg hervor. Linkiesensack aus Kiesengruft schwimmt langsam durch den Nebelduft. Und hinterher in Thalem Drang ziehen alle, die das Moor verschlagen. Schwarzlocke Jugend, weißes Haar geistert dahin die Schattenschar. Im feuchten Moorgrab ohne Kuh, geweihtem Friedhof strebt sie zu. Unheimlich lautlos fließt's vorbei, hohnlachend schritt ein Tunschrei. Vom nahen Vorfeld grüßt ein Licht, im Nebel verschwimmt das Spuckgesicht. Im feuchten Moorgrab ohne Kuh, geweihtem Friedhof strebt sie zu. Unheimlich lautlos fließt's vorbei, hohnlachend schritt ein Tunschrei. Vom nahen Vorfeld grüßt ein Licht, im Nebel verschwimmt das Spukgesicht.